Ich heiße Alfred Bahr, bin 51, wohne in Hildesheim-Himmelstür. Wie bist du nach Hildesheim gekommen? Durch eine Frau. Das ging ganz schnell nach hinten los und dann hat sie mich bei minus 4 Grad vor der Tür stehen lassen. Und somit fing die Obdachlosigkeit an. Da ich hier in der Herberge Zuflucht gefunden habe durch Zufall, auch 7 Monate in der Herberge gewohnt habe, ist es mir natürlich mit den Sozialarbeitern gelungen, ja, eine Perspektive wieder zu kriegen. Bin wieder Teil der Gesellschaft und das hilft mir, den Alkohol zu verneinen, zu entkommen, sage ich mal, weil ich hatte ja nichts, absolut nichts. Ich besaß noch nicht mal mehr einen Ausweis, den haben sie mir gestohlen, also sprich mein ganzes Portemonnaie. Was ich hatte, war Feuerzeug, Zigaretten, ja, und mein angeblich bester Freund, den Alkohol. Mir ist sehr wichtig, ein Dach über dem Kopf zu haben, es im Winterstag warm zu haben. Wenn es junge Hunde regnet, möchte ich, mache ich jetzt heutzutage noch, dann setze ich mich auf den Balkon und freue mich des Lebens auf meine klitzekleine Wohnung.